1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer freitags eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also gerne anrufen, wenn ihr das möchtet, unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist 16 Jahre alt, den ich heute begrüße. Und er heißt Erik. Hallo Erik. Hallo Domian. Hallo Erik. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um meinen alkoholkranken Vater. Mhm. Und zwar ist er jetzt schon seit mehreren Jahren alkoholabhängig. Ja. Hatte zwischendurch auch eine Auszeit. Und jetzt hat er eine Familie kennengelernt, eine Freundin, wo er mit zusammen ist. Ja. Und seitdem ist das halt wieder heftiger geworden, dass er mehr trinkt. Was heißt denn Auszeit? War er in einer Klinik? Hat er einen Entzug gemacht? Was ist geschehen? Ja, also er war mit meiner Mutter verheiratet. Und hat halt auch schon früher getrunken gehabt und dadurch ist halt zur Scheidung gekommen. Ja. Und halt danach hat er es dann begriffen. Also dann war erstmal Schluss mit gar nichts. Achso, das hat er von sich aus allein dann geschafft. Genau, also das war halt auch für ihn ein schwerer Schlag und das hat ihm wohl dann auch gezeigt, ne, da muss aus sein. Ja. Wie lange war er trocken? So nennt man das ja, wenn ein Alkoholiker nicht mehr trinkt. Weißt du das ungefähr? Drei Jahre. Doch, so viel. Mhm. Ja. Mhm. Und lebst du alleine mit deinem Vater? Ich habe bei meinem Vater gewohnt, bin mittlerweile auch rausgeschmissen von zu Hause und wohne jetzt in einer betreuten Wohnform. Ach so. Und der Vater wohnt noch alleine, hat aber eine neue Frau bzw. Familie kennengelernt. Genau, eine Familie, wo ich auch von überhaupt nichts halte. Also sind auch keine gescheiten Leute. Ja, wohnt er mit denen schon zusammen? Ja, wir sind jetzt vor ein paar Monaten auch zusammengezogen. Ja. Und dadurch ist das jetzt wieder losgegangen mit dem Alkohol? Ja, also wie gesagt, das ist halt, die Familie, die hat auch nicht viel auf dem Kasten und dadurch ist das halt auch... hat er dann wieder angefangen zu trinken, also das sind... Was, die Familie hat nicht viel auf dem Kasten? Ja, also wie soll ich das ausdrücken, die Kinder von denen, die hat insgesamt 5 Kinder, die hatten falsche Erziehung, die sind auch im Viertel aufgewachsen, mhm. Wo, also komplett soziale Brennpunkt, die kennen keine normalen Wörter, die gehen schreiend immer nur mit sich um und halt so Zustände, die man auch kennt. Ja. Wie lange trinkt er jetzt dann schon wieder? Seit gut 2 Jahren, ja. Ach, seit 2 Jahren, doch, ja. Dann schon wieder. Wie ist denn dein Kontakt zu deinem Vater? Also mal mehr und mal weniger. Also ist auch immer so ein Auf und Ab. Ich versuche auch häufig aufgrund, weil ich damit auch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will, den Kontakt abzubrechen. Schafft das aber auch nicht immer. Ja. Wie oft seht ihr euch so im Monat oder in der Woche? Also in der Woche schon mal einmal. Einmal. Du wohnst auch dann nicht so ganz weit weg von ihm? Nee, das ist nur 5 Kilometer. Ist das nur. Ja. Weißt du ungefähr, wie viel er trinkt am Tag? Also er trinkt immer so ein Bohnenkamp, ist halt immer so eine Packung mit 5 kleinen Fläschchen. Ja. Und von den Packungen bestimmt 6, 7, wenn er guten Abend hat, 8. Oh. Oh, das ist so richtig hartes Zeug, ist das. Und er fährt auch damit teilweise auch betrunken. Mhm. Da hat er auch kein Problem mit. Mhm. Hat mich auch schon gefahren gelassen. Er hat dich fahren gelassen? Ja. Und ich bin dann halt auch so ein Mensch, der nicht so gut dann Nein sagen kann. Ja. Geht er noch arbeiten? Ja, geht aber. Also das muss man nicht sagen, er ist selbstständig, er hat ein Bauunternehmen. Ach so. Und das führt dann auch, also wirklich noch, also das läuft noch. Das heißt, das kriegt er alles irgendwie so gebacken, trotz der Trinkerei? Ich weiß nicht warum, normal soll ja auch das darunter leiden, aber das schafft er wirklich. Ja, trinkt er denn tagsüber während der Arbeit auch schon? Weißt du das? Also das geht meist nach der Arbeit. Nach der Arbeit los. Das ist natürlich immer ganz schlimm und ganz traurig, wenn man nah an einem Alkoholiker dran ist. Ich meine, du bist ja Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr so nah dran, da du nicht mehr mit ihm zusammen wohnst. Mhm. Weil man eigentlich gar nichts machen kann. Solange dieser Mensch nicht selbst kapiert, was er tut und nicht selbst das Ruder rumreißt. Ja. Du hast gerade so gesagt, am liebsten hättest du gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja, weil halt auch mein Vater hat sich auch verändert in Sachen, also der war früher eigentlich ein ganz vernünftigen und mittlerweile kommt das auch, wenn ich da hinkomme, dann werden Kraftausdrücke benutzt und alles. Also es sind wirklich Zustände wie, ich sag mal, für mich ist es asozial schon und auch durch die Familie und da will ich einfach auch
Hast du Kontakt eigentlich? Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter? Ja, zu der habe ich das auch noch, ja. Hast du, sprichst du mit deinem Vater darüber, dass er trinkt und dass er irgendwie in einer solch seltsamen, für dich unangenehmen Situation da lebt? Nee, also da können wir gar nicht drüber reden. Gar nicht? Nee. Noch nie? Also nicht wirklich. Also er weiß wohl, dass ich das auch nicht immer toll finde und er hat auch wohl schon von sich aus gesagt, dass er ein Problem hat und... Was wäre denn, wenn du ihm sagen würdest, pass mal auf, Papa, ich sehe ganz einfach, dass du Alkoholiker bist, du ziehst dir da jeden Tag diese Dinger rein, unternimm was. Was würde er dann sagen? Ich glaube, wenn er nüchtern wird, dann wird er gar nichts sagen. Das war meistens immer so. Wenn es auch mal zur Eskalation gekommen ist und dann am nächsten Tag, dann war er meistens glücklich. Also er hat da komplett abgeblockt dann. Mhm. Also ist da gar nicht drauf eingegangen. Und wenn du es ihm sagen würdest, wenn er schon getrunken hat, ist er dann aggressiv? Dann wird's, ja, also dann würde ich wieder irgendwie rausfliegen oder solche Sachen. Mhm. Also... Das heißt, ja, dann schon. Irgendwie sind dir die Hände gebunden und du stehst da und kannst gar nichts machen. So ein Gefühl hast du. Ja. Im Prinzip kannst du auch gar nicht viel machen. Aber vielleicht könntest du es trotzdem ihm mal im nüchternen Zustand nochmal so ganz knallhart ins Gesicht sagen. Mhm. Manchmal wirken Worte, manchmal wirken die auch überhaupt nicht. Aber so für dich alleine, für dich, für dein Gewissen auch, dass du dir hinterher keine Vorwürfe machen musst, ich habe dem das nicht richtig klar mal gesagt. Du kannst den jetzt nicht im Moment ändern, das muss der selbst machen. Aber dass du zumindest das getan hast, was du tun kannst, dass es ihm nochmal so richtig einmal klar, nicht aggressiv, aber einfach klar gesagt hast, auch mit, vielleicht so formuliert, dass du dir eben auch sehr große Sorgen um ihn machst. Denn so höre ich das ja raus, weil du scheinst deinen Vater ja doch auch sehr zu mögen, trotz allem, oder? Ja, also von außen tue ich eigentlich, wenn ich jetzt darauf angesprochen werde, eigentlich immer hart, aber manchmal merke ich doch schon, dass es mich doch auch beschäftigt. Mhm. Also. Mhm. Normal tue ich immer so, als ob es mir egal wäre. Aber so ja, ganz allein die Tatsache, dass du bei mir anrufst, beweist mir schon, ja. dass du das nicht einfach so auf die leichte Schulter nimmst. Mhm. Ansonsten könnte ich dir vielleicht noch anbieten, gleich könnte meine Psychologin dir eine Adresse geben, von es gibt so Gruppen, wo Angehörige von Alkoholikern sich treffen. Mhm. Wenn du dich da so weit reinhängen willst noch. Das weiß ich das nicht. Das würde ich mal machen. Also ich würde es auf jeden Fall probieren. Ja, das ist ganz interessant immer, wenn man da eine ganze Menge mitkriegt, mit vielen Informationen halt konfrontiert wird und so weiter. Mhm. Also ich würde es ihm nochmal sagen. Ja. Ansonsten mich auch zurückziehen, so traurig das ist. Mhm. In der Hoffnung, dass sich da bei ihm was verändert. Und wenn du das möchtest, diesen Kontakt mal zu einer solchen Gruppe aufnehmen. Ja, würde ich wohl machen. Lieber Erik, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und versorgt dich mit dem entsprechenden Material. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss, Erik. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder also übers Telefon oder meldet euch über die Mailadresse domian@wdr.de. Sabine ist hier. Sabine ist 52. Guten Morgen. Ja. Ja. Hallo Sabine. Ja, hallo. Da verschlägt dir gleich die Sprache. Also, wie bitte? Um was geht's denn bei dir, Sabine? Ja, es geht um meinen Lebensgefährten. Ich betrüge den mit anderen Männern. Oh. Wie lange seid ihr beiden denn schon ein Paar? Ja, 2,5 Jahre. Ja. Wir hatten ein halbes Jahr eine Fernbeziehung. Ja. Und seit 2 Jahren leben wir zusammen. Ja. Und seit ein halbes Jahr hat auch der Sex zwischen uns prima geklappt und alles. Ein halbes Jahr oder 2 Jahre? Na, 2 Jahre leben wir jetzt. Nee, zusammen. Wie lange der Sex gut geklappt hat, ich hatte es nicht richtig verstanden. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr nur. Das ist ja nicht lange. Ja, und vorher in der Fernbeziehung. Ach so, ne, ach so. Halbe Jahr. Verstehe. Wenn er da die Woche dann einmal die Woche kam, also konnte er gar nicht erwarten. Ne, und wie alt ist er denn? Er ist auch 52. Auch 52, wie du? Ja. So, jetzt gehst du im Fremd. Ja, und seit 1,5 Jahren läuft da nichts mehr. Ne? Ach, überhaupt nichts mehr? Nee, und ich habe ihm das auch schon mal so angedeutet, in der Beziehung, so, du liebst mich ja nicht mehr und du willst auch nichts mehr von mir wissen. Aber ihr schlaft in einem Bett? Was? Ihr schlaft in einem Bett? Nein. Nee, auch nicht. Seit dem halben Jahr also getrennt. Ja, aber ihr wohnt in einer Wohnung. Ja, getrennte Schlafzimmer. Ach so, nein, das wusste ich ja nicht. Hätte sein können, dass da nichts läuft und ihr habt trotzdem ein gemeinsames Bett. Du hast es ihm gesagt und was hat er dann darauf... Ja, und er sagt dann, natürlich liebe ich dich, du spinnst doch sonst wäre ich doch schon längst weg von dir und von den Tieren. Na, also. Habt ihr Tiere? Ja. Was für Tiere?
Ja, alles Mögliche. Häschen. Meerschweinchen. Vögel. Und was noch? Zwei Jack Russell Terrier. Du lieber Gott, das ist ja ein ganzer Zoo bei euch. Ja, ganzer Privatzoo. Und er ist auch äußerst tierlieb, ne, und. Mhm. So, also, jetzt mal zur Hauptsache. Jetzt gehst du fremd. Ja. Wie oft? Ja, ich brauche irgendwie den Sex, ne. Also, wie oft gehst du fremd? Ja, es kommt drauf an, wie die auch Zeit haben, ne. Also, alle 14 Tage, einmal die Woche. Ja, sind das verschiedene Männer, wenn du sagst, die? Ja, zwei. Das ist mein Ex-Freund. Ach so, das sind. Mit dem ich vor ihm zusammen war. Ja. Und ein Bekannter von mir, den kenne ich schon über Jahre. Und das sind beides aber jetzt reine Sexgeschichten. Nur Sexgeschichten. Da bist du nicht verliebt, da hat das Herz, ist da nicht irgendwie beteiligt. Nee. Das ist ja bei ihm sozusagen, weil er ja auch so tierlieb ist und so, also ich liebe ihn über alles, ne? Mhm. Wie ist denn so, ihr habt getrennte Schlafzimmer. Ja. So, wie ist denn so der Umgang? Nimmt er euch schon mal in den Arm oder streichelt er dich? Oder ja, das schon. Das schon. Ne, er also, kommt knuddelt mich und so morgens sagt er mir dann guten Morgen. Küsschen hier, Küsschen da. Ja, und wenn er abends ins Bett geht, dann sagt er mir auch gute Nacht. Ja. Was glaubst du denn bei ihm? Ich meine, er ist ja auch noch gut bei Kräften. Hat er kein Bedürfnis? Das, was ich nicht verstehe. Meinst du denn, dass er vielleicht auch fremd geht? Nein, das ist ja das Ding. Er geht ja kaum aus dem Haus. Ja, also hat er nicht so ein großes Bedürfnis? Könnte ich ja sein. Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn darauf ansprechen soll. Ne? Ja. Was glaubst du denn, was der Grund ist? Der Hauptgrund. Meinst du, dass du für ihn unattraktiv geworden bist? Was ja nee, dann würde er ja auch nicht sagen, du spinnst, ich liebe dich und. Weiß man nicht. Es gibt ja so Fälle, wo man jemanden durchaus noch liebt, aber sexuell nicht mehr anziehend findet. Das gibt's ja alles. Was ja, aber dann können wir doch darüber reden. Allerdings, ja. Aber dann frage ich dich ja, aber die anderen zwei Männer, also beziehungsweise ich habe ja auch mit denen darüber gesprochen, ne? Mhm. Wie zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, ne? Mhm. Und er hat gesagt, ja, also ich bin, muss dabei sagen, ich bin ein bisschen mollig. Ich bin nicht dick, aber also sagen wir mal vollschlagen. Voll, ne? Genau, ja, vollschlagen. Ja, also ne, nicht dick und auch nicht zu dünn. Ja, ich kann es mir vorstellen. Und wie gesagt, alle sagen sie mir immer, du siehst nicht aus wie 52, du hast dich so gut gehalten und so, ne? Und du bist so attraktiv und so lebensfroh und so. Okay, das sind so die, was man von außen hört, aber der eigene Freund ist irgendwie anders drauf und scheint es anders zu sehen. Und ihr könnt nicht darüber sprechen. Das ist das Schlimme daran. Hast du schlechtes Gewissen, dass du so oft fremd gehst? Ja, natürlich. Mhm. Immer wenn ich nach Hause komme, ich meine, dass irgendwie was merkt oder. Bestünde denn die Gefahr? Ich frage mal so, bestünde denn die Gefahr, dass da irgendwas durchsickert und er das erfährt? Ich weiß es nicht. Also wenn man nicht weiß, bestätigen? Im Allgemeinen nicht. Aber vielleicht ja. Ne? Aber vielleicht ja. Ich finde, das ist kein Zustand, Sabine. Das ja, ich hab zum Beispiel eine gute Freundin und die ist auch die letzte Zeit so ein bisschen komisch, ne? Und sie hat auch ihn mal letztens angerufen und da weiß ich auch nicht, ob sie dann ihm was sagt. Also sie hat nach mir gefragt, ne? Ich weiß nicht, worauf du es hinaus willst. Ja, dass sie ihm vielleicht dann irgendwie was sagt hat. Ach so, ja, ja. Ne, also, ich finde grundsätzlich, Sabine, ist das keine gute Sache, was du da machst. Ja, und darum sage ich ja, ich weiß aber auch nicht, wie ich ihm das irgendwie sagen soll, ne? Ich habe fast die Vermutung, dass du ihm das noch nicht klar genug gesagt hast, wie frustriert du da bist und wie unzufrieden du bist. Ja, aber wie soll ich ihm denn sagen? Soll ich ihm dann sagen, ich gehe dir fremd, seitdem du nicht mehr mit mir schläfst oder? Das geht natürlich so auch nicht. Wie oft hast du denn überhaupt dieses Thema schon mal angesprochen? Ja, schon mehrmals, so wenn er mich auch so mal so anzuknuddelt und so, ne? Und dann wendet er sich immer ab und sagt, das ist Quatsch. Sagt er, wäre Quatsch. Und wenn ich dann mal so mit ihm dann so rumschäkere, will ihn dann so ein bisschen knuddeln oder streicheln. So, jetzt pass auf. Jetzt, wenn du ihm sagst, pass auf, mein lieber Freund, ich bin erst 52, ich brauche das.
Wir müssen jetzt einen Weg finden, so geht das nicht weiter. Wenn du ihm so die Pistole auf die Brust setzt, dann wird ja irgendwas passieren. Dann muss ja, wenn ihm wirklich klar wird, was für ein Leidensdruck dahinter steckt, dann muss ja etwas geschehen. Bis hin zu der Überlegung, dass ihr eure Beziehung einfach umbenennt, dass es keine Beziehung ist, sondern einfach nur eine gute Freundschaft. Und jeder geht sexuell seine Wege. Ja, ja. Das wäre doch eine Lösung, wenn er das mitmachen würde. Ja. Vielleicht wäre der ja gar nicht, ich meine, gibt ja alles, vielleicht wäre der ja gar nicht so eifersüchtig, wenn der sagt, okay, hol's dir woanders und wir bleiben einfach so eine gute Team. Ja, aber eifersüchtig ist er ja. Ich hatte mal so aus Spaß mal, ne, mit meiner Freundin telefoniert und da hatte ich dann mal so beiläufig gesagt zu der, ich sag, ja, sag ich, muss mal sehen, ich muss mal einen anderen Mann suchen, ne, und so. Und da dachte er, ja, wehe, warte ich. Und da machte er dann so. Sabine, du musst ihm einfach klar machen, da gibt es ja gar keine Lösung. Du hast Bedürfnisse, die er dir nicht befriedigt. So. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss halt die ganze Konstellation, so wie sie bei euch jetzt ist, muss die halt aufgebrochen werden. Mhm. Ich würde dir das sehr dringend raten, weil wenn die ganze Sache auffliegt, stehst du sehr blöd da. Sehr, sehr schlecht da. Du hast natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass diese schöne Wohngemeinschaft, die ihr da habt, dass die irgendwie zerbricht. Aber so finde ich, ist das kein ordentliches Leben, was du da machst. Es ist nicht in Ordnung. Du betrügst ihn. Schaff klare Verhältnisse. Sprich es nochmal so richtig, wirklich mit Vehemenz an und sag, okay, wenn du es mir nicht geben kannst und mir das nicht erklären kannst, er erklärt es dir ja auch gar nicht, dann muss ich andere Wege gehen. Das musst du ihm so androhen. Mehr kann ich dir nicht sagen, Sabine. Das musst du jetzt durchziehen. Da musst du jetzt richtig offensiv rangehen. Ne? Und der gute Bekannte von mir, der sagte mir auch letztens, also er hatte momentan kein Geld, ne? Er wartet da auf Geld. Er hat damals eine Bewährungsstrafe und wie gesagt, der hat das jetzt alles in die Wege geleitet. Ja, und wie gesagt, da hat er jetzt im Moment kein Geld, ne? Da meint mein Bekannter jetzt, dass er nur noch so lange dann praktisch auch bei mir ist, ne, wenn er dann Geld hat, dass er dann auch irgendwie abhaut. Ne? Ja, gut, das aber ist ein ganz auch wieder so zweispaltig, weil er liebt unwahrscheinlich die Tiere, hab ich, ne, verstanden. Die Hunde. Aber ich habe dir so grundsätzlich die Richtung gesagt, was ich meine, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Da musst du jetzt die Konsequenz draus ziehen und versuchen, was draus zu machen. Liebe Sabine, ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Alles Liebe. Ich versuche das mal bis jetzt die Urlaubszeit durchzukriegen. Ja, dann meldest du dich nochmal bei mir. Melde ich mich dann nochmal. Genau, so machen wir es. Alles Gute. Und wieder, danke, Quatsch. Genau. Tschüss. Das ist einfach toll. Ich höre dich jeden Abend. Danke, Sabine, sehr nett jetzt von dir. Die Urlaubszeit, das wird wieder langweilig, wenn ich dann hier sitze. Ich muss ja auch mal Urlaub machen. Ne? Gut. Meine bis Liebe, mach's gut. Tschüss. Gut. Jo, tschüss. Wir sind übrigens, die Sommerpause dauert bis zum 25.8. Dies ist schon mal zwischendurch als Hinweis, weil ich am Ende vielleicht gar nicht so viel Zeit habe. Ich würde gerne an dieser Stelle auch mal einen ganz besonderen Fan dieser Sendung grüßen. Dieser Fan wohnt in Tirol, in Südtirol. Und ich sage mal ganz herzliche Grüße nach Brixen und verbinde das mit einem dicken Dankeschön. Und derjenige, den ich meine, der fühlt sich jetzt sicher genau angesprochen und erkennt sich auch. Alles Gute. So, hier ist Benny. Benny ist 27. Hallo Benny. Hallo Domian. Hallo Benny, was ist bei dir los? Was ist dein Thema? Ja, also ich habe seit Geburt an das Tourette-Syndrom, wenn ihr das sagt. Ja. Also das sind halt Ticks, Körperzuckungen und... Zuckungen, Geräusche. Nein, weiter, ja. Das, was wir gerade gehört haben, war das auch sowas? Ja, das ist das kräftige Räuspern, das habe ich... ziemlich hochfrequent manchmal am Tag, also ziemlich oft. Also was hast du am meisten? So körperliche, genau. Körperliche Sachen, dass du so Zuckungen hast oder dass du was sagst, was irgendwie seltsam für uns klingt? Ja, eigentlich so die ganze Palette durchweg, bis halt ich vor 4 Monaten halt operiert wurde in Köln in der Uni. Und zwar am Gehirn. Ich habe zwei
Sonden, Elektroden eigentlich, implantiert bekommen in das Gehirn. Und das wird gesteuert über ein Gerät in der Brust, ist praktisch wie ein Herzschrittmacher, ist halt nur was größer. Ja. Und nennt sich halt Hirnschrittmacher. Und diese Das nennt man Gehirnschrittmacher. Richtig, ja. Und das wird eingepflanzt bei Leuten, die ein Tourette-Syndrom haben oder auch bei anderen Gehirnerkrankungen? Ja, unter anderem auch bei Epilepsie und Schüttellähmung, ja. Kannst du dieses Gerät, fühlst du das, wenn du auf die Brust tastest? Also, ja klar, natürlich ist ein Riesenklotz. Ne? Ach so. Weil die Technik ist ja schon fortgeschritten, aber es ist so gut. Ach, ich dachte, das wäre ein ganz kleines Ding, was irgendwie unter der Haut wäre. Ja, wie ein... Es ist, aber ich merke den Strom nicht, das ist ja das Gute. Aber es liegt unter der Haut, oder wie? Richtig, ja. Und wie groß ist das Gerät? Oh Gott, ja. So 5-6 Zentimeter lang und so 4 breit. Das heißt, wenn... 4 hoch und so. Ja, das heißt, wenn man dich in der Badeanstalt sehen würde, sieht man, dass da so ein Hubbel ist. Ja, wenn ich mich stark aufrichte, dann schon. Ah, aber ja. Das ist ja nicht schlimm. Also Nee. Also Hauptsache, mir geht's besser. Also mir geht es jetzt wirklich... So, das ist jetzt die Frage. Geht es dir nach diesem Eingriff, das ist ja nur auch keine Kleinigkeit, eine Operation im Gehirn, geht es dir besser? Mir geht's circa... seit 2-3 Wochen geht es mir so um knapp 50% besser. Also die Ticks sind weniger stark, sie sind ein paar sind weg, sie sind sehr abgeschwächt und auch nicht mehr so oft. Also das meiste, das übrig geblieben ist, sind ein paar Zuckungen und wenige und normal dieses Räuspern, dieses heftige. Ich sag nochmal, wann war genau die Operation? Die war am 15. oder 17. Februar diesen Jahres. Ah ja. Das heißt, vor der Operation hätten wir beide uns gar nicht unterhalten können. Und doch schon, das wäre aber schon um Längen schlimmer gewesen. Mhm. Da hat es aber langsam erst gewirkt, ne, diese Operation. Ja, das ist halt so, dass man dieses Gerät per Funk, also man muss einen Sender auf die Brust legen und dann kann man die Stromstärke und so was einstellen, die Frequenz und man muss schon abwarten. So ein halbes Jahr bis ein Jahr kann vergehen, bis man die optimale Einstellung hat. Man muss das so lavieren, bis man den genauen Punkt hat, der für den Einzelnen optimal ist. Richtig. Mhm. Ja. Ist in diesem Gerät ist da eine Batterie drin? Ja, vermutlich schon. Ja. Ne? Mhm. Wie lange kann man dieses Gerät tragen? Ja, nee, je nach Stromintensität so 3-5 Jahre. Dann muss das Gerät ausgewechselt werden, also nicht im Kopf, sondern halt die Verbindung zum, also das Brustgerät. Ja, also die Verbindung zum Kopf, die kannst du ein Leben lang dann so jetzt halten. Genau. Falls es nicht gewirkt hätte oder bei vielen auch bestimmt noch nicht wirkt, kann man es auch wieder reversibel machen. Und du legst, so habe ich es gerade verstanden, auf das Gerät, was dir implantiert ist, ein anderes Gerät von oben drauf, um das zu steuern. Genau, ja, per Funk die Stromintensität. Genau, ja. Was 27 bist du, was machst du vom Beruf oder was hast du gelernt? Ja, bis heute muss ich sagen, habe ich leider nichts gelernt. Also ich bin sehr beeinträchtigt gewesen die letzten 6 Jahre circa. Ja. Ich habe auch da beruflich nicht weiterkommen können. Ich habe 2 Berufe angefangen. Das war einmal Einzelhandelskaufmann, habe ich so ein bisschen Praktikum gemacht. Mhm. Dann auch irgendwann in die Binsen gegangen, weil es mir schlechter ging. Und einmal Golfplatzpflege. Das war so Rasenmähen. Ja. Verbindest du jetzt mit der Operation auch die Hoffnung, dass da beruflich was vielleicht passieren kann demnächst? Ja, da hat sich heute was ergeben. Oh. Also eigentlich vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf bekommen, ich könnte in der Küche anfangen, weil ich mich da erkundigt hatte und heute habe ich wieder so langsam angefangen. Und das ist schon ein glücklicher Tag heute, muss man sagen. Das glaube ich. Das heißt erstmal so Hilfskraft in der Küche und dann mal gucken, was daraus wird. Vielleicht kannst du dich da irgendwie auch noch hocharbeiten oder irgendwas lernen oder was auch immer. Auf jeden Fall hast du erstmal einen Job. Ja, richtig. Ja. Als das angefangen hat mit dem, wie hast du die Erinnerungen? Mit dem Tourette-Syndrom, sind die Erinnerungen, was den Anfang betrifft? Ja, also ich kann mich da zwar nicht drin erinnern, aber mit einem Jahr, sagt man mir, habe ich halt schon mit dem Kopf immer gegen die Gitterstäbe meines Betts oder gegen die Wand
geschlagen und dann hatte ich richtige Blutergüsse unter der Stirn. So, da kann ich mich teilweise noch dran erinnern. Das heißt ja, du bist letztendlich, ist das für dich eine Normalität gewesen? Ja. Ne? Mhm. Und kannst du dich erinnern, wann du als Kind bemerkt hast, ich bin irgendwie anders? Die anderen Kinder machen das nicht? Ja, es ist sehr spät mir bewusst geworden, also richtig bewusst. Ich wusste natürlich immer, ja, ich mache da so Sachen, die macht normal keine Ahnung, wie du sagst, aber so richtig bewusst mit 7 oder 9, also erst relativ spät. War das schlimm? Hast du eine Erinnerung daran? Ja, in der Schule war es immer sehr schlimm, also mit den Hänseleien und sowas. Glaube ich. Ich sage immer, Kinder können auch grausam sein. Also, alte Weisheit, und es ist genauso ist es. Ja. Horror können Kinder sein. Ja. Wie ist es denn dann so die Jahre später, als du Jugendlicher warst und junger Mann warst, warst du auch sehr gehemmt, dass du beispielsweise nicht in Diskotheken gegangen bist und Frauen gegenüber gehemmt warst? Ja, also Frauen gegenüber natürlich gehemmt, das hat sich auch schon gebessert, aber Diskotheken war ich eigentlich schon öfters, also ab und zu in Köln mal oder... Ja. Hattest du denn mal eine längere Beziehung schon? Ja, ein Jahr. Das war circa 2001, 2002, 2003 sowas. Wie reagieren denn Frauen darauf, wenn du Mädels irgendwo angesprochen hast und du hast dann plötzlich so zuckst und sagst irgendwelche Sachen, lachen die, gehen die weg oder die weggehen tun die nicht. Nee, also manche kichern oder lachen. Und ich lache dann meistens mit, weil ich selber manchmal lustig bin, was ich davon mir gebe. Also im Moment rede ich ja viel und da ist das sehr eingeschränkt, weil ich mich jetzt auf was anderes konzentriere. Mhm. Aber wenn die, ich gehe da eigentlich sehr offen mit um. Also so richtig unangenehme Erfahrungen hast du noch nicht gemacht, abgesehen von der Kindheit. Ja. Dass Leute sehr abwertend auf dich reagiert haben. Das nicht. Das habe ich schon in der Schule halt und in der Öffentlichkeit auch sowieso. Ja, in der Öffentlichkeit? Was ist da passiert? Ja, als Spasti beschimpft worden. Was haben die noch gesagt? Idiot, Volltrott, alles, die ganze Bandbreite. Also ich finde, man kann gar nicht oft genug im Fernsehen, das ist ja Gott sei Dank in den letzten Jahren so passiert, über dieses Phänomen berichten. Früher war das ja noch mysteriöser, wenn irgendjemand mit Zuckungen durch die Welt lief und irgendwelche Töne von sich gab, war man irritiert. Heute ist der Aufklärungsstand ja schon relativ hoch, dass das so eine Erkrankung ist, wie du sie ja halt auch gerade beschrieben hast. Ja, Mensch, Benni, dann ist es aber eigentlich alles ganz auf gutem Wege, ne? Ja, genau. Und also ich fühle mich schon viel, viel besser und ich würde auch gerne meinen Mitkollegen einen guten Rat geben und sich einfach mal über diese tiefe Hirnstimulation informieren, falls es diese OP. Leute gibt, denen es wirklich schlecht geht. Ja. Also du hast, deine Erfahrungen bisher mit dieser Operation sind gut. Ja. Bei dir geht es bergauf und jetzt hast du sogar einen Job und vielleicht tut sich dann mit den Mädels auch noch ein bisschen was mehr. Ja. Ne? Lieber Benni, alles Gute wünsche ich dir und weiterhin gute Gesundheit und viel Erfolg. Ja, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit Josie oder Josie? Josie. Josie. Also Josephine. Ne? Josephine, das klingt auch schön, Josephine. Dann muss ich gleich an Josephine Baker denken. Kennst du die? Ja, die meisten denken anders. An wen denken die? Ach, ich höre. Ja, also zuerst kommt Chris Rea, dann kommt Maffei und dann kommt Josephine Mutzenmacher. Ach so, ja. Josephine Baker ist auch irre lange her. Das ist eine Tänzerin in den 20er Jahren. Ich habe neulich, deswegen fällt mir das ein, im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen. Das war eine ganz abgefahrene, schrille, farbige Sängerin. Ich weiß auch überhaupt nichts. Völlig schrill. Die irgendwie aus den Slums von New Orleans kam und dann in New York große Karriere machte als Sängerin und dann nach Paris gegangen ist. Aha. Und in den 20er Jahren, entschuldige, wenn ich das gerade mal erzähle, nackt in Berlin, in Paris getanzt hat und hatte einen Gürtel mit Bananen um den Bauch geschnallt. Und das war damals eine Sensation und es war ein Skandal ersten Ranges, aber sie war eine ganz großartige Tänzerin. Und als sie älter wurde, eine großartige Frau, die sehr viel Gutes getan hat für Kinder und so weiter. Aha. Josie. Also, das war ja im Osten auch eine Sensation gewesen mit Bananen um den Bauch. Naja. Ja, natürlich. Ja. In der Tat. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes und zwar habe ich vor etwa 3-4 Wochen einen Mann kennengelernt, der dummerweise verheiratet ist und 3 Kinder hat.
Wie alt ist er denn? Er ist 36. Mhm. Obwohl ich am Anfang dachte, er ist 30. Also er sieht viel jünger aus, ist mir schon klar. Nee, ja, das auch. Aber er hat mir das auch so gesagt gehabt. Und er, ach, er hat geschummelt. War auch am Anfang einfach nur eine Freundin. Ah. Es hat sich erst dann später... Schlechtes Entree, würde ich mal sagen. Naja. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre... Ich hab auch noch einen Ex-Freund, der mittlerweile zu meinem besten Freund geworden ist. Mhm. Und er findet das super verwerflich. Und was findet ihr verwerflich? Hast du mit einem dass ich das mitmache. Obwohl noch nichts Schlimmes gelaufen ist. Also ich meine, steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Also er findet es verwerflich, dass du mit einem verheirateten Mann zusammen bist. Ja, wir sind nicht zusammen. Naja, aber dass sich da irgendwas was anbahnt. Ja, genau. Er findet das ganz schlimm. Und ich meine, dass er was gegen ihn hat und dass er das schlimm findet, was er macht, das verstehe ich ja. Also würde mir vielleicht auch nicht anders gehen, aber er bezieht das alles eben auf mich und ja. Kommt da überhaupt nicht drauf klar. Und er hat mir gerade heute erst gesagt, im Gehen, dass wenn... wie hat er das? Ich bin aufgeregt. Sag mal einfach so grob. Er meinte, wenn das... wir sollten uns darüber, über dieses Thema nicht mehr unterhalten, sonst steht er mir irgendwann mal gegenüber findet mich einfach nur noch widerwärtig. Kann es sein, dass der Knabe noch eifersüchtig ist? Ah, eigentlich, ja, das sagen mir so viele, aber eigentlich nicht. Und also das Doofe ist... Könnte es sein, dass er vielleicht genauso heftig reagiert würde, wenn dein eventuell neuer Freund ein ganz normaler Single-Mann wäre? Nee, das ist nicht so, denn sowas gab es ja auch schon vorher. Also er ist ja nicht mein direkter Ex-Freund. Und Ach so. Es gab zwischendurch schon andere und er hatte anders reagiert. Was ich noch vermute ist, ich schwärme ihm so ein bisschen von dem Mann vor, weil ich mich ungeheuer gut behandelt fühle. Und ich bekomme Achtung, die ich eigentlich in meinem Leben vorher noch nie bekommen habe. Auch nicht von ihm? Auch nicht von ihm. Wir waren auch nur ganz kurz zusammen, aber mit ihm so eine never-ending Story. Das hast du ihm auch so gesagt? Ich bekomme von ihm Achtung, wie ich es noch nie bekommen habe? Ja. Ja, dann ist doch klar. Ja, und er meinte dann war es ja gut, dass ich damals mit dir Schluss gemacht habe. Der ist ja zickig, ist er eingeschnappt, ist er beleidigt, ist er verletzt. Das ist doch klar. Aber warum kann man dann nicht... Ach Mann, warum kann er sich denn nicht einfach freuen? Er hält das immer so hoch, dass wir jetzt gute Freunde sind. Denn ich habe ihm noch lange, lange, lange weit nachgeheult. Ganz schlimm. Und er hält es immer so hoch, dass... Ich meine, wir steigen ja jetzt auch noch miteinander in die Kiste. Das ist ja das Schlimme. Und das sollte natürlich nicht mehr sein, wenn du dich jetzt in einen neuen Mann fahr. Ja. Bist du mit dem 36-jährigen Familienvater, hast du mit dem schon mal Geschlechtsverkehr? Nein. Aber ihr habt gefummelt. Auch noch nicht, aber ihr habt geknutscht. Ja. Richtig. Ja. Volles Programm. Ja. Es könnte aber durchaus passieren, dass demnächst auch mehr passiert. Das könnte passieren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, also gerade ich bin noch nicht lange in dieser Stadt. Immer wenn ich jemanden neuen kennengelernt habe, war es immer, nachdem ich mit ihm in der Kiste gelandet bin, vorbei, also mit dem Interesse meinerseits. Verstehe. Ich fand diesen Mann dann immer uninteressant. Ich weiß gar nicht, es gab nie einen Grund und deswegen schraube ich momentan. So seid ihr Frauen, ihr seid Jägerin und wenn ihr wenn ihr jemanden erlegt habt, dann so werden wir ausgebeutet, wir Männer. Einmal ins Bett und dann lassen die Frauen einfallen. So ist es doch immer und überall. Und Josie ist genauso. Ich fange gleich an mit heulen. Bist du denn verliebt in den Typ? Verliebt würde ich nicht sagen, nein. Aber das ist eine extreme Zuneigung und vor allen Dingen das, was wir hauptsächlich miteinander machen, ist reden. Ja. Und das ist so erfüllend. Aber du findest es schon toll irgendwie. Ja, natürlich. Ja. So, zwei Sachen mal vorab. Das Verhalten von deinem Ex-Freund finde ich ehrlich gesagt beschissen. Da hat er sich überhaupt gar nicht so groß reinzumischen und wenn du da ein gutes Gefühl bei hast, für dich ist es erstmal gut. So, die eine Seite. Das andere Sache ist, ich finde es moralisch auch nicht verwerflich, dass du mit einem Mann da irgendwas anfängst, der verheiratet ist. Ich finde es von ihm moralisch verwerflich, dass er es tut. Ja, das kann man ja auch finden. Das kann man finden, aber ich finde, du bist da fein raus. Du musst dir da nur darüber im Klaren sein, auf was du dich da vielleicht einlässt. Das kann natürlich eine sehr schmerzhafte, lange Geschichte werden, wo du dann irgendwann das fünfte Rad im Wagen bist und er kann sich nicht entscheiden und hin und her und her und hin. Das muss dir klar sein. Ja, das ist mir klar. Mhm.
das sagt er, also er sagt mir auch, also er zählt mir ja auch immer die Risiken auf und ich kenne die ja auch selbst und er ist aber wesentlich mehr tiefer in dieser Situation drin als ich, also er wie lange ist er schon verheiratet? Sehr stark in mich verliebt. Ah ja, mhm. Hat er das denn schon mit dem Sex forciert? Ja, auf ganz niedliche Art und Weise. Und ich habe nur gelacht. Und wie auf ganz niedliche Weise? Naja, wenn man wie einer so vor einem steht und einen so fragt, magst du mit mir schlafen? Auf wie niedlich. Und, und ich dann sage, hast du nur gelacht. Auf keinen Fall irgendwie. Wie lange ist er schon verheiratet? 7 Jahre. Und erzählt er so von der Ehe? Ist da die Luft raus? Das ist so, er hat letztens einen ganz guten Ersatz gesagt, er hat das Gefühl, mit seinem besten Freund verheiratet zu sein. Mhm. Aber es sind die Kinder, die er sehr liebt wahrscheinlich. Ja, natürlich. Die natürlich eine große Bindung auch darstellen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, es findet gar nicht viel Streit in der Ehe statt, sondern es ist einfach ein gutes Verhältnis, was genau. Die haben. Er meinte so, wir sind uns sehr sympathisch. Gießt, hat er erzählt, ob er schon mal eine andere Affäre hatte vor dir? Das habe ich gefragt und er negativiert das auf alle Fälle. Ja. Also er sagt überhaupt nicht. Nun wollen wir mal skeptisch sein. Mhm. Ja, man weiß es ja nicht. Wenn es stimmt, würde das ganz gut sein. Dann, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube ihm das. Mhm. So, was ist jetzt deine Hauptproblematik? Dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ich bin schon fast davor, irgendwie meinem Ex-Freund zu verheimlichen, dass wir uns weitersehen. Nein. Oder ihm vorzulügen. Also das Problem ist der Ex-Freund. Ja, also ich habe keinen, also das ist wirklich jetzt nicht schlimm, dass er jetzt, natürlich ist es schlimm, dass er verheiratet ist und Kinder hat, aber ich meine, ich wusste, ich habe ihn ja kennengelernt und wusste, er hat eine Freundin. Das habe ich ja also auf mich genommen. Du hast mich auch angerufen, um hauptsächlich darüber zu sprechen, wie soll ich mich meinem Ex-Freund gegenüber verhalten. Ja, für mich ist gerade nicht das Problem. Ja. Also ich würde dem klar die Grenzen aufzeigen, Josie. Hm. Das, ich finde, wenn zu einer Freundschaft gehört, dass man, da kann man ja sachlich drüber reden. Aber ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, wenn du dich im Moment wohl dabei fühlst und du machst nichts, was man kritisieren kann, finde ich. Okay. So, dann hat er das einfach zu akzeptieren. Und wenn er da reinpinkelt und irgendwie Stress macht, dann soll er sich erstmal ein bisschen zurückziehen. Aber dann würde ich ihn, wenn das jetzt mit dem anderen so gegen in die Binsen geht, dann würde ich ihn ja vielleicht verlieren. Ja, gut, aber es ist ja, man muss ja Menschen irgendwie auch Grenzen aufzeigen. Und wenn du ihn deshalb verlierst, dann ist es vielleicht auch gar nicht so ganz so schlimm. Weil ich finde, ehrlich gesagt, so als Außenstehender, wie du es mir geschildert hast, dein Verhalten ein bisschen, also das würde mich schon ein bisschen wütend machen. Ein bisschen viel wütend machen. Dass er sich da so reinfunkt und so reinwirft. Er soll dein guter Freund sein, er soll dein Ratgeber sein und er soll dir zur Seite stehen, aber nicht da rumstecken kann. Ja, das sind meine Worte. Ja. Er kann das nicht. Er würde aus seiner eigenen Erfahrung, ich habe sie nicht gesehen. Also ich finde, klare Grenzen aufziehen, vielleicht auch mal ein hartes Wort sprechen, mal sehen, vielleicht kapiert das dann. Und wenn er dann etwas auf Distanz erstmal geht, na gut, dann geht er erstmal auf Distanz. Okay. So ist es. Josie. Ja. Josephine. Cooler Name, fällt mir gut. Dankeschön. Josephine. Danke. Alles Gute. Vielen Dank. Und sei vorsichtig mit dem verheirateten Kerl. Immer. Ne? Alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist die Nummer, die auch der Peter gewählt hat. Und Peter ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter. Weswegen rufst du mich an? Ich möchte dein Thema von gestern aufgreifen. Ja, gestern Thema war ja meine Kinder oder mein Kind wird sterben. In meinem Fall meine Kinder. Deine müssen Kinder? Nicht, ja, müssen nicht, sondern sind mein Zwillinge. Mhm. Und vorab, ich habe mir eins vorgenommen. An alle, die gestern angerufen haben, Respekt, dass Menschen so stark sein können. Ja, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Vielleicht hören da ja der ein oder andere noch zu und das ist mir schon verdammt nahe gegangen. Mhm. War hart. Übrigens vielen Dank auch, sage ich mal eben kurz an die Zuschauer und Zuhörer. Es gab sehr viel Hilfeleistungen gestern und Hilfsangebote, besonders bezogen auf die erste Anruferin, die so sehr gerne mit ihrem schwerstkranken Sohn mit einem Wohnmobil nochmal ans Meer fahren wollte. Da sind schon ganz tolle Sachen zustande gekommen. Vielen, vielen Dank an euch. Finde ich gut. Lieber Peter, du sagst, es geht um deine Zwillinge, die verstorben sind. Richtig. Ja. Ich bin Informatiker und
Informatiker bei der Stadt. Wir arbeiten viel nach Feierabend und an Wochenenden. Mhm. Hatten in der Zeit einen Rollout, also alle Rechner wurden ausgetauscht. Und so musste ich sonntags arbeiten. Mhm. In der Zeit so bis 17 Uhr, denke ich mal. Mhm. War dann am 4.1.2004, es war ein Sonntag, mhm, um 16.05 Uhr, also knapp eine Stunde bevor ich Feierabend gemacht habe, hat mein Handy geklingelt. Mhm. Und meine Frau ist dran gewesen, so, ich sollte bitte Feierabend machen und ins Krankenhaus kommen. Ich habe nicht wirklich groß nachgefragt. Ich wusste, sie ist schwanger, so 8,5. Monat. Ach so, deine Frau war mit den Zwillingen schwanger. Richtig. Und ihr wusstet, dass es Zwillinge sind, ja. Richtig, ja, wussten wir. Also, mhm, es war ein Wunschkind. Aus einem Wunschkind sind zwei, mhm, Wunschkinder entstanden. Mhm. Mädchen und Junge. Namen Jason und Vivian. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann hin. Ich habe gedacht, okay, Zwillinge. Man hat uns gesagt, Zwillinge kommen in der Regel früher. Mhm. Nicht wirklich an irgendwas gedacht, bin dann im Krankenhaus angekommen, dann ins Zimmer rein, Zimmer 506, 586, Knappschaftskrankenhaus, und meine Freundin war total aufgelöst, die konnte gar nicht mehr, und, mhm, hat mir dann gesagt, ja, die Ärzte haben gerade gesagt, die müssen die Geburt einleiten, sie hat eine Entzündung im Mutterkuchen, mhm, und sie selber droht dadurch eine Blutvergiftung zu sterben. Mhm. Also das muss sofort raus. Das war im 8. Monat. Richtig. Mhm. Ja. Und ja, dann sind wir dann da geblieben, Kreissaal, ja, CTG, hin und her, Wehenmittel und Drücken, weil die relativ weit oben saßen in der, ja, in der Gebärmutter. Mhm. Und es hat sich dann ewig hingezogen, 36 Stunden. 36 Stunden. Mhm. Und dann ist meine Tochter geboren. Mhm. 5 Minuten später mein Sohn. Mhm. In der Zwischenzeit sind zwei Ärzteteams aus der Kinderklinik Datteln gekommen. Mhm. 20 oder 22 Leute, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Es war absolut voll, ich durfte halt bei der Geburt dabei bleiben. Mhm. Und die haben dann in einem zweiten Entbindungssaal alles versucht, also die Kinder, die sind rausgekommen, die Nabelschnur wurde zack, zack durchgeschnitten, ja, und sofort rüber. Ja. Und ja, 5 bis 8 Minuten später, nach meinem Zeitempfinden, kam dann der erste Arzt und hat dann kurz durch die Tür geguckt, mich angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Und so 10 Minuten danach kam der zweite Arzt und hat dann auch mit dem Kopf geschüttelt und mich rangewunken. Es ist halt so gewesen, dass durch die Entzündung, die im Mutterkuchen gewesen ist, die Kinder nicht wirklich so ernährt worden sind, wie sie sollen, und die hatten eine nicht ausgereifte Lunge. Und, mhm, die haben zwar alles versucht, laut deren Aussage. Das heißt, die Kinder waren tot? Die Kinder haben noch gelebt, 45 Minuten und 50 Minuten, so, aber die Lunge war halt nicht in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Mhm. Hast du dann sofort deine Kinder gesehen? Ja, wir haben sie auch fotografieren können. Als du sie gesehen hast, lebten sie da noch? Ja, also man hat bei so einem kleinen Menschen, man sieht das, dass das Herz schlägt noch. Mhm. Man hat auch dieses Röcheln mitgekriegt, also gewollt und nicht gekonnt. Mhm. Die wollten, es ging nur überhaupt nicht. Mhm. Mhm. So, das ist erstmal ein unfassbarer Schock. Ja. Jetzt liegt nebenan deine Freundin. Richtig. Sie lag nicht in Narkose. Nein, sie lag nicht in Narkose, nein. Wer hat es ihr dann gesagt? Ich. Sofort? Ich glaube, ich musste es ja nicht sofort sagen. Weil in dem Moment, wo ich die beiden gesehen habe, hat man mich gehört. Ich glaube, im ganzen Krankenhaus. Du hast geweint. Ich habe geweint, ich habe geschrien. Ich war aufgelöst, es ging gar nichts. Und das hatte sie schon dann auch mitgehört? Ja. Weil das nebenan war. Richtig, es war nebenan und die Tür, die war auch nicht zu. Mhm. Also wir waren vielleicht 5 bis 10 Meter voneinander entfernt, da war eine Wand zwischen. Mhm. Wie hat sie das denn im ersten Moment dann aufgenommen, als du es ihr gesagt hast? Ich glaube, sie wollte es nicht wahrhaben. Mhm. Sie war halt so, die beiden, die sahen menschlich aus. Mhm. Ganz normal, wie Kinder aussehen, die geboren worden sind. Mhm. Da war nicht zu viel dran, ein bisschen zu wenig halt, weil knapp 2 Kilo sind sehr klein gewesen. Mhm. Und sie hätte sie sich ansehen können und hat
erst mit dem Thema abgeschlossen, so, hallo, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Mhm. Ich habe die Geburt hinter mich gebracht und ich brauche Ruhe. Mhm. Ich möchte nicht sprechen, ich möchte nichts hören. Aber sie hat die Kinder auch gesehen? Nein. Nein. Nein, sie hat sie circa ein Jahr später auf dem Foto gesehen. Also wir haben 4 Fotos gemacht. Ach so. Und etwa ein Jahr danach wollte sie, da war sie der Meinung, sie ist so stark, dass sie sich die Fotos angucken kann. Sind die Kinder denn normal beerdigt worden? Das ist eine Katastrophe für sich. Also ich lebe nach dem Motto, ich möchte nicht einfach begraben werden, dass da irgendwann Würmer durch meinen Körper krabbeln und so ein Zeug. Mhm. Ich möchte verbrannt werden. Mhm. Meine damalige, wir sind mittlerweile getrennt, meine damalige Frau ist der gleichen Meinung gewesen. Wir wollten, dass sie verbrannt werden. Mhm. werden. Genau. Mhm. Und da gibt es in Deutschland so ganz, ganz komische Gesetze, dass zwei lebendige Menschen nicht in einem Sarg verbrannt werden dürfen. Wie absurd. Auch in einer solchen Situation, Zwillinge, ganz kleine Babys, Säuglinge. Ja, unser Beerdigungsinstitut, das wir engagiert hatten, sag ich mal, hat es dann irgendwo noch hingekriegt, laut deren Aussage mit einer Zahlung eines gewissen Schweigegelds, dass das Krematorium das dann so gemacht hat. Richtig, so gemacht hat, weil wir haben halt gesagt, so, die waren ihr komplettes Leben im Mutterleib zusammen. Ja. Die sind nebeneinander verstorben und Dann sollen sie auch dann ihre letzte Ruhe ganz genau. zusammen haben. Gab es denn eine Beerdigung? Es gab eine Beerdigung. Also der Pfarrer, der meine damalige Frau mich getauft hat und der uns konfirmiert hat, der hat dann auch die Beerdigung gemacht. Wir wollten keine große Kirche, kein Tamtaratam, weil das wäre zu viel gewesen. Mhm. Wir haben halt beerdigt worden sind am 28.01. Wir haben einen offenen Gottesdienst am Grab gehalten, der relativ kurz und schön gewesen ist. Also es war halt, wie ich mir das vorstelle, die Urne, wir haben eine runde Urne genommen, die Welt gezeigt hat, so, weil es war halt viel, viel für sich und für den Kopf. Du sagst, du bist mit der Partnerin nicht mehr zusammen. Nee, wir sind nicht mehr zusammen. War die Trennung, lag der Grund auch in diesem allem. Tod? Vor allem. Warum? Weil sie kam auf die Art und Weise nicht klar, wie ich getrauert habe. Wie hast du getrauert? Ich konnte nicht mit ihr zusammen zum Grab gehen zum Beispiel. Mhm. Weil ich wusste, ich muss stark sein für sie. Mhm. Und wenn sie dann mitgekommen wäre und gesehen hätte, wie ich an diesem Grab stehe und nicht stark bin, dann hätte sie das womöglich noch irgendwo runtergezogen. Mhm. Und das war ein Moment. Habt ihr sogar gestritten? Nein, gestritten haben wir gar nicht, überhaupt nicht. Wie lange wart ihr denn nach dem Versterben eurer Kinder noch zusammen? Ich muss rechnen, etwa 7 oder 8 Monate. Mhm. Das Ganze war im Jahre 2004. Korrekt. Nun haben wir 2006. Wie geht es dir heute, wenn du an all das denkst? Gute Frage. Ich weiß nicht, ich stelle mir relativ häufig vor, was gewesen wäre, wenn das alles anders gelaufen ist. Mhm. Andererseits, ich habe eine neue Frau kennengelernt. Mhm. Ich habe jetzt ein Kind. Ah ja. Kerngesund. Mhm. Hast du nicht eine Riesenangst gehabt bei der Geburt? Nicht nur die Geburt. Auch vorher schon. Ich musste mich eine Schwangerschaft, also die Schwangerschaft hat 403 Tage gedauert, glaube ich. 10 Monate und 3 Tage halt. Mhm. Und ich musste mich, glaube ich, jeden Tag 30 bis 40 Mal entschuldigen, weil ich zu kleinlich gewesen bin. Mhm. Sie hat mal ein bisschen Bauchziepen gehabt, da habe ich gesagt, alles klar, wir müssen zum Frauenarzt. Mhm, na klar, aber das ist ja auch verständlich nach so einem Erlebnis. Weißt du, ob deine damalige Partnerin, hat die inzwischen auch nochmal ein Kind bekommen? Sie wird auf natürlichem Wege keine Kinder mehr bekommen können. Hast du mit ihr noch Kontakt? Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ah ja. Mhm. Wohnen Luftlinie 500 Meter voneinander entfernt. Ist das für sie nicht irgendwie schlimm oder traurig, dass du jetzt ein Kind hast und sie hat kein Kind? Es war am Anfang so. Wir haben, nachdem wir uns getrennt haben, 3 Monate gar nicht miteinander gesprochen, weil sie nicht eingesehen hat, warum wir uns getrennt haben, dass das nicht wirklich ein Grund war, aber ich konnte so nicht weiterleben. Mhm. Das ist mir zu viel geworden. Mhm.
Und dann hat sie halt erfahren, dass meine neue Lebensgefährtin schwanger ist. Ja. Da habe ich mich, wenn ich mich mit ihr getroffen habe oder sie hatte mal was, haben wir uns nur alleine getroffen oder halt woanders, weil sie den Bauch von meiner jetzigen Freundin nicht sehen konnte. Mhm. Und sie ist auch allen anderen Kindern aus dem Weg gegangen. Mhm. Mittlerweile ist sie gefestigt. Sie fängt jetzt im September an, als Tagesmutter zu arbeiten. Ah ja. Ja, dann hat sie wirklich einiges schon an Entwicklungsphasen hinter sich, wenn sie ich das denke, jetzt kann. Ja. Gehst du noch auf den Friedhof? Ja, ich gehe noch auf den Friedhof. Nicht mehr so oft wie am Anfang, aber ich denke so zweimal die Woche. Ja. Lieber Peter, es hat mich sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Kein Problem, mich hat gefreut. Ich bin froh, dass ich so endlich mal einfach frei wegreden kann und ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Leute zugehört und sehr viele. Es geht aufwärts. Das freut mich sehr. Dann wünsche ich dir und deiner Familie wirklich von Herzen alles Liebe und alles Gute. Dankeschön und dir einen schönen Urlaub. Dankeschön, Peter. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Frank und Frank ist 40. Guten Morgen, Frank. Morgen. Hallo, Frank. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, also ich bin seit 1983 mit meiner Frau zusammen verheiratet. Mhm. Und jetzt ist das Ganze geplatzt. Warum? Und kann ich nicht genau erklären. Wann ist es geplatzt? Das erste Mal im März, dann haben wir es nochmal versucht und jetzt Mittwoch hat es mir wieder gesagt, es ist vorbei. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 14 und 16, zwei Mädchen. Ja. Und wir wohnen in einem Ort, 800 Einwohner. Ich habe eine kleine Firma, 150 Meter entfernt von meinem Wohnhaus. Oh, weia. Ich beschäftige mich mit Kunststoffverarbeitung. Ja. Und meine Frau leitet in dem Ort die Kindertagesstätte. Komplett von Ach, Kinderkrippe. Ich merke, also extrem verzahnt alles. Alles sehr, sehr verzahnt. Mhm. Das ist folgendermaßen. Wir haben eigentlich eine Ehe laut ihrer Worte mit 80% positiv. So hat sie das mal so abgewegt und 20% negativ. Mhm. Also es gab auch mal Streitereien, wie ganz normal, Höhen und Tiefen, das ist okay. Aber wenn sie sagt, es geht nicht mehr, dann muss sie ja eine Begründung hinlegen. Ja, also sie hat gar keine Begründung. Sie hat Folgendes. Sie hat vor 4 Jahren angefangen, sich weiterzubilden. Wir haben das beschlossen. Sie hat Heilpädagogin studiert und hat das, was sie dort gelernt hat, total verinnerlicht. Hat dabei 20 Kilo abgenommen, hat die komplette andere Lebensweise über Vollkornernährung, über Sinn und Dasein des Lebens und wie auch immer. Ja. Und hat das für sich komplett umgesetzt und hat... Aber deshalb trennt man sich doch nicht von dem Mann. Na, sie hat versucht, mir auch beizubringen und ich habe immer ein bisschen gelächelt. Ich bin mehr so der Praktiker, der immer gesagt hat, ach ja, du machst das schon und gut. Und habe dann festgestellt, dass Anfang des Jahres das immer weniger war. Sie hat immer nicht mit mir mehr gesprochen. Also das heißt, da habt ihr euch schon sehr voneinander entfernt, so in der Lebensführung und in der Lebensanschauung auch. Nee, nur in der Anschauung. In der Anschauung, nicht in der Führung. Also ich muss dir sagen, meine Frau steht morgens um 5 auf, holt mir Erdbeeren aus dem Garten, macht mir ein Müsli. Mhm. Wir fahren zusammen Fahrrad, wir gehen zusammen schwimmen, wir machen alles eigentlich zusammen, unsere also, Gartenarbeit, alles. Wenn sie so eine Sache hinter sich hat, wie du es gerade beschrieben hast, das geht ja einher mit sehr viel Reflexion über sich selbst und über Richtig. Das Leben, dann müsste sie doch eigentlich auch in der Lage sein, zu erklären, warum sie diesen Schritt jetzt tut. Ja, sie begründet das. Sie hat mich versucht, 2 Jahre lang zu bekehren oder davon zu überzeugen, dass das so vernünftig ist. Also die neue Lebensweise. Was bedeutet die neue Lebensweise? Die neue Lebensweise bedeutet eben, ich sag mal, sie isst zum Beispiel kein Fleisch mehr. Oder sie ist auf Vollkornernährung, komplett okay, also, gesund. Also gesund leben und alles. Okay. Und das habe ich vorher nicht so gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, habe das alles schleifen lassen. Habe mich vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen dabei. Was geht einher neben der Ernährung? Was gehört noch zu ihrem neuen Leben dazu? Wozu sie dich bekehren wollte? Ihre Einstellung über den Sinn des Lebens, dieses Dasein. Sie liest Bücher von Dr. Med Obrucker. Was ist denn, wenn sie es zusammenfasst, was ist denn der Sinn für sie des Lebens? Ja, das kann sie mir nicht konkret sagen. Mhm. Das Problem ist einfach, dass sie... Ist sie so esoterisch, so ein bisschen drauf? Ja, auch so, auf jeden Fall. Ja, das ist das Lahnstein-Gymnasium, da kann man das lernen, Heilpädagogik und wie auch immer. Mhm. Sie liest viele Bücher von diesen. Das sind so viele verschiedene Sachen, deine Nahrung, dein Schicksal und was weiß ich nicht alles. Ich erahne, ich kenne es nicht, aber ich erahne schon, was da vielleicht los ist.
Dennoch bin ich umso irritierter, dass sie es zumindest nicht aussprechen kann, wirklich. Aber offensichtlich scheint das ja schlimm genug für sie zu sein, dass du das Ganze nicht auch mitmachst und darüber geschwenkt bist. Ja, das Problem ist, sie hat mir am 24. März gesagt, du, pass auf, es ist Schluss. Mhm. Ich kann mir ein Leben mit dir nicht mehr vorstellen. Da habe ich angefangen, habe ich ungefähr anderthalb Wochen, ich will nicht sagen geheult, aber war fertig. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, was machst du? Ist das Glas halb leer oder ist das halb voll? Ich habe gesagt, das ist halb voll und das ist die Frau, das ist die einzige Frau in meinem Leben, das ist ja mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Ich sage, dafür kämpfe ich. Mhm. So, dann habe ich ihr das klipp und klar gesagt. Dann hat sie gesagt, okay, pass auf, lass uns das versuchen. Ja. Was habt ihr versucht? Was habt ihr versucht? Wir haben versucht, einfach das Leben zu verändern. Wir sind mehr ausgegangen, wir haben noch mehr Freizeit miteinander verbracht und was weiß ich nicht alles. Es hat alles eigentlich gut funktioniert. Aber vielleicht ist das komplizierter und komplexer bei euch. Das ist sehr komplex. Ja. Aber ich treffe mich mit jemandem jetzt am Montag, der mir da näher, ich lese Bücher, die ich momentan nicht verstehe. Also über Prioritäten setzen, über Polarität des Menschen, über ein gesunden Egoismus, also, und was weiß ich nicht alles. Ich warne davor, dass du dir jetzt da irgendwie so eine Ideologie aufzwängst. Ich verstehe es nicht, das ist die Frau, die ich liebe. Ich krieg die nicht, ich komme nicht ran. Ich kann auch nicht einfach ausziehen. Interessant wäre ja, ich meine, dazu müsste, ist sie denn bereit, zeigt sie denn auch eine Bereitschaft, dass sie es versuchen will nochmal? Bis jetzt nicht. Also jetzt am Mittwoch hat sie mir schon klar gesagt, nein. Mhm. So, und aber wie gesagt, ich kann nicht aufgeben. Ich will mich da auch nicht. Also du kannst dich jetzt in dem Sinne ja nicht irgendwie selbst vergewaltigen, indem du dir irgend so ein Kram, ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, reinziehst, was vielleicht gar nicht dein Ding ist. Du, es ist mittlerweile so, einige Sachen sind gut. Das, was sie kocht und wie wir leben, das ist schon in Ordnung. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Und selbst in den letzten drei Monaten oder so. Aber zur Liebe gehört ja eben auch Toleranz. Richtig. Das heißt, Vertrauen gehört dazu. Ja, und sie müsste dich ja nicht missionieren wollen. Und wenn sie dir was Gutes tun will, okay. Aber wenn du weiterhin deine Schweinshaxe essen möchtest, dann ist es auch okay. Dann müsste sie sagen, okay, ich will es nicht, aber dann isst du es. Interessant fände ich ja, wenn ich das mal eben sagen darf, aber wenn sie sich da sträubt, dann geht gar nichts. Wenn jemand dazu käme, ein Unbeteiligter zu moderieren, das wäre das Allerbeste für euch wahrscheinlich. Das will sie ja nicht. Wenn sie das nicht will, hast du natürlich ganz schlechte Karten. Ja, also das heißt, für mich ist es nur so, wenn ich jetzt das Haus räume, dann ist Schluss. Mhm. Oder ich will mich gar nicht streiten. Ich habe zwei Kinder, die ich über alles liebe. Mhm. In unserem Haus haben wir damals angebaut, um ihre Eltern mit aufzunehmen, weil sie hatten eine Gastwirtschaft, das ist auch schiefgelaufen und wie auch immer. Und jetzt sind wir hier und alles hat bisher funktioniert. Sie dreht jetzt. Sie hat aber keinen neuen Typ. Ja, doch, das hat sie gehabt zwischenzeitlich. Ach so, das auch noch. Ja, das habe ich, aber sie sagt natürlich nichts. Sie hat im Januar ein Verhältnis angefangen mit jemand, wo allerdings nur nichts Ernsthaftes war. Was ist das für eine Frau? Die sagt dir das nicht, die begründet nicht, was los ist. Ich weiß es nicht. Die baut irgendwie eine Betonmauer um sich herum, will dich aber missionieren mit ihrer Art. Ja. Klingt für mich wirklich merkwürdig, muss ich ja sagen. Ja, also es geht mir ähnlich. Ich weiß darum nicht. Und du bist es ist mir völlig klar, du bist in einer sehr, sehr, sehr unschönen Situation im Moment. Richtig. Sie hat mir folgenden Vorschlag gemacht, ich soll mir in meiner Firma oben zwei Zimmer ausbauen. Mhm. Wie gesagt, die ist 150 Meter von meinem Haus oder von unserem Haus entfernt. Mhm. Ja, und wenn das erstmal alles wie beim Alten ist, und da habe ich auch keinen Bock drauf eigentlich. Ich vermute mal fast. Jetzt haben wir leider nicht mehr die Zeit, das noch weiter im Detail zu besprechen. Wir rufen dich aber gleich auf jeden Fall nochmal an. Aber von meinem Ersteindruck her habe ich fast den Eindruck, dass du da im Moment nichts machen kannst und auch nichts machen solltest. Wenn die so zumacht und von sich aus auch nicht bereit ist, sich vielleicht irgendwie wirklich mit einem Dritten zusammenzusetzen, dann passiert da auch nichts mehr. Du kannst dich ja auch nicht zum Hampelmann machen. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja, die Gefahr besteht. Das habe ich gerade auch schon so ein bisschen gewittert. Frank, leg du mal bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Okay. Mein Ersteindruck wäre, so von meiner Seite aus, glaube ich, klug wäre es, wenn du dich zurückziehen würdest. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Soll ich auflegen? Ja, Frank, dann würdest du bitte auflegen und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay. Alles Gute. Ja, du tschüss. Auch. Tschüss. So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, bei meinen Leuten ganz herzlich diese Woche, bei Uli Krapp, Katrin Paulsen, Jan Hölz, Michael Verhoeven, Tim Stienauer, Dirk Winhüsen, Heinrich Stanzig und Magdalena Groß. Unsere Sommerpause geht bis zum 25.08. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und auch einen sehr schönen, einen guten Sommer und freue mich auf ein gutes und gesundes
Wiedersehen dann im August. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.